Aber es ist möglich. Es ist möglich. Es ist so vieles möglich. Ja, zum Glück habe ich Amerikaner und nicht Schwarzer gesagt. Was macht das für einen Unterschied? Klischees. Ach so. Also schon Schwarze und KFC. Die haben so eine kleine Historie hinter sich. So ein bisschen. Und wer ist schuld? Die Weißen. Wie immer. Immer dieses Weißbrot. Ah, naja, kannst du halt nichts machen. Ist halt so. Und das soll hier jetzt praktisch gesehen unendlich lang werden, wenn ich das richtig sehe. Nee, es soll tatsächlich halt schon ein Ende haben. Soon. Irgendwann. Aber das dauert. Das dauert. Das wird so lange dauern, das glaubst du gar nicht. Ja, ja, nee, doch, schon. Aber ich meine, die Grenzsetzung muss ja irgendwo mal gesetzt werden. So, also es soll, keine Ahnung, 1000 auf 1000 oder 10.000 auf 10.000 sein. Also ich glaube, das war echt übertrieben, ne? Aber halt, so die Grenzen, die ich halt erstmal abgesteckt habe, ist immer so die vorläufige Grenze. Wo wir sagen können, jo, das haben wir geschafft. Aber so die Insgesamtgrenze sieht ganz anders aus. Naja, Moria wurde jetzt auch nicht in 2 Tagen aus dem Boden gestampft, ne? Das ist wie mit Rom. Die haben so lange gebraucht wie Rom. 2 Tage? 7 Tage? Exakt. So. Habe ich nachgefragt bei Zwergen, die noch leben. Ach so. Ich habe gedacht, ich habe die meisten davon gegessen, aber gut, wenn du noch welche gefunden hast. Nein, Fruchtzwerge hast du nicht gegessen. Oder doch? Du Zwergenkiller! Ich wollte gerade sagen, are you serious? Ah! So. Jetzt können wir mal langsam wieder eine Säule bauen. Löcher lassen mich hier einfach nicht in Ruhe. Löcher sind zum Stopfen da. Das klingt unanständig. Unanständig ist nur derjenige, der Unanständiges denkt. Hahaha. Sagte der, der unanständig sprach. Na und? Ey, dieses Keksessen vom Charakter steckt an. Oh ja. Und Eistee dazu. Grundnahrungsmittel. Nur. So, das müsste erstmal reichen. Hoffe ich. Dann müsste ich mir theoretisch einmal angucken, wie habe ich denn da oben. Aua, das gemacht. Ah, okay. Habe ich schon gesagt, okay. Ob ich das nochmal so hinkriege, ich weiß ja nicht. So, hat denn jemand ein spontanes Gesprächsthema parat? Schnitzel. Schnitzel sind geil. Aber ja, wie stehst du auch zu Wiener Schnitzeln, also zu echten, dichtigen Wiener Schnitzeln? Also ganz ehrlich, ich bevorzuge tatsächlich Hähnchenschnitzel. Ja, ich auch. Oh mein Gott. Ja. Blasphemie. Ich meine, ich habe nichts gegen ein Schweineschnitzel. Überhaupt nicht. Aber wenn ich die Wahl habe, greife ich dann eher zum Hähnchenschnitzel. Weil? Geschmacklich oder? Ja, ich glaube, es ist tatsächlich so eine geschmackliche Geschichte. Ich meine, ich habe grundsätzlich nichts gegen Schweinefleisch. Überhaupt nicht. Aber irgendwie so beim Hähnchenschnitzel, da greife ich dann tatsächlich lieber beim Hähnchenschnitzel. Anders als bei Bratwurst. Bei Bratwurst greife ich ganz klar zum Schwein. Nicht zu Tofu? Ich habe tatsächlich noch nie eine Tofu-Bratwurst gegessen. Ich auch nicht. Sollte man vielleicht immer ändern. Sollte man, könnte man. Was ich aber tatsächlich schon mal gegessen habe, ist so ein vegetarischer Aufschnitt. Das war überraschend lecker. Ja, viele vegetarische Sachen sind ja nicht meh. Wenn ich mir teilweise angucke, was ich esse, ist es viel Vegetarisches. Nein, eigentlich nicht. Ich esse alles mit Fleisch. Alles ist besser mit Fleisch. Also in dem Moment, als ich es gesagt habe, wusste ich, es war eine Lüge. Denkst du auch jedes Mal beim Frühstück dann so, oh, Furschmüd. Ja, obwohl ich frühstücke noch nicht mal. Ja gut, ich ja auch nicht.
Zumindest nicht, dass ich es wüsste. Oh, Frühstücken wird auch überbewertet. Ja, ich meine, es wird immer gesagt, die Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages und sowas. Ja. Naja, es geht auch ohne. Es geht ohne, aber es ist schon so, eigentlich schon so ein bisschen geiler, wenn man so morgens was isst, weil ich bemerke es vor allen Dingen als Hausmeister auf der Arbeit, bemerke ich es halt doch öfter mal, dass ich mir so sage, so, oh, jetzt kneift der Magen schon 2 Stunden, nachdem du das Arbeiten angefangen hast. Nee, das ist ein bisschen scheiße. Ja, es ist natürlich ein Energieträger, ganz klar, aber ich mag nicht morgens essen. Ja, nee. Also auf der Arbeit kann ich auch dann was essen, aber morgens um 5, 6 oder sowas kriege ich noch nichts runter. Da würde ich auch verrecken. Ja, wäre mir auch zu früh. Wie machen das so Maßstäbliche, die tatsächlich so früh frühstücken? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist gewohnt, ja, Gewohnheit, ne? Ja, früher wurde ich auch dazu gedrängt, halt immer morgens zu essen, aber es war mir schon immer irgendwie, ne, so ein Dorn im Auge. Ja, kommt auch immer ganz drauf an, was man isst. Weil wenn du jetzt natürlich so typisch deutsch, sag ich mal, mit der Schnitte am Morgen im Maul da sitzt am Frühstückstisch, dann mag das vielleicht unter Umständen für manche Mägen etwas zu schwer sein. Aber wenn du jetzt zum Beispiel mal dir wirklich angewöhnen würdest, früh morgens so ein Joghurt mit ein paar Früchten dir reinzupfeifen, es ist leicht verdaulich, das ist auch ein Energieträger, ein guter, ne? Dann sieht die Sache unter Umständen schon ganz anders aus. Ich weiß nicht. Aber ich bin zu faul, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin zu faul. Ja, zu faul bin ich auch. Das kann ich bestätigen. Weil er morgens sich irgendwie, muss man sich schon aus dem Bett rollen. Das ist schon so eine Qual. Ja, ich wollte schon sagen, ne, es ist so, schon wurde so grenzwertig. Ne, und dann noch, nee, sag ich mir auch immer so, nee, lass stecken, komm. Ich dachte mir schon heute, so beim Aufstehen, ne, habe ich mir extra weg um 10 gestellt, weil gestern was später wurde, aufgrund von Kinobesuch und ähnliches. Und ja, dann dachte ich mir so, ja, muss ja noch dann zu Hause dann irgendwie dann den Server aufsetzen, dann muss er noch hier den einrichten und da einrichten und lalala. Und dann, ne, so um 10 dann weckert der Klingel, ja. Da weckert der Klingel und dachte mir nur so eigentlich so, oh, nee, aufstehen jetzt. Können wir nicht noch 3 Stunden liegen bleiben, so ein bisschen? Naja. Fazit ist, ich sitze jetzt hier. Hab schon Mittag gegessen, also wirklich relativ früh Mittag gegessen. Um das hier alles zu bestellen. Extra eher Feierabend gemacht. Extra eher Feierabend. Ja, natürlich. Das kannst du doch nicht tun. Du musst doch arbeiten. Ich habe Urlaub genommen. Siehst du. Es geht doch nicht. Ich weiß, wo mein Chef sagte, ich muss die Hälfte meines Urlaubs verplanen. Ich hatte 9 Tage fertig. Oh ja, Freitag ist ja noch Mammuttag. Okay. Mammuttag. Ist das so bei dir eingekreist im Kalender, ja? Nö. Mammuttag. Nö. Aber ich wusste halt, dass du hier so hier jetzt Minecraft-Gedöns machst. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ach komm. Den Spaß kannst du dir mal geben und alle Leute nerven. Ja, das mit dem Nerven musst du nochmal üben, ne? Meine Ideologie in die Welt hinaustragen. Und ja gut, nicht Ideologie, sondern Idiotie, aber kann man manchmal verwechseln. Ja, das kann man sehr, sehr leicht verwechseln. Okay, ich kann das eine Ende nicht mehr sehen. Mal gucken, wo wir hier jetzt mittlerweile sind. Oh, ich bin ja schon am Ende vom Gang. Verdammt, es ging schnell. Ja, ist ja auch Qualitätswerkzeug. Okay, nur das Beste. Das sind noch... Ja, es ist noch ein bisschen. Na. Problem ist, so langsam sehe ich hier oben auch schon gar nichts mehr, bis wo ich nicht bauen soll und kann und muss. Ja. Das Leben als Mammut ist schon nicht leicht. Ja, du hast ja eine Vorstellung, wie es aussehen soll, oder? Ja. Nein. Habe ich auf alle Fälle. Zum Glück. Sonst würde ich jetzt hier stehen und dann 3000 Mal darüber nachdenken. Wie will ich das eigentlich haben? Verdammt, ich habe schon wieder keine Kisten mitgenommen. Ich muss mal Kisten mitnehmen. Ja, dann mach das mal. Finde ich eine gute Idee.
Verdammt, die Säulen sind so dunkel. Ich kann nicht richtig erkennen, wie das da gemacht ist. Ach ja, wie funktioniert es eigentlich mit Minecraft-Modding? Och, hör mir auf. Ich frage ja bloß, ich habe das irgendwann mal gemacht, aber wie wir ja vorhin festgestellt haben, bestand Minecraft früher auch noch aus Holz. Ja, das ist auch heute eine ganze Ecke anders. Durch den neuen Launcher ist es alles viel einfacher. Nein. Also es ist eine ganze Ecke einfacher als damals. Aber immer noch kompliziert und mit viel rumprobieren und funktioniert hier was nicht und da was nicht. Muss wirklich extrem viel Zeit aufwenden, um halt Minecraft dann effektiv für dich zu modden. Naja gut, ich brauche ja im Endeffekt nur ein Texture Packet und einen 0815 Shader. Beim 0815 Shader, da wird es dann schon etwas komplizierter. Texture Pack, easy. Easy. Hast du eine spezielle Kiste für Diamanten? Nö. Okay, dann pack einfach irgendwo rein. Jojo. Komplizierter finde ich das, wenn du das auf dem Server einrichten willst, das Modden. Oh, ja. Was ich tatsächlich schon mal überlegt hatte, ist, mein Minecraft-Welt einfach aus organisatorischen Gründen halt auf den Server zu packen, mit Mods und alles. Aber nö. Den Scheiß tue ich mir dann doch nicht an. So, wie komme ich jetzt von hier aus erstmal heile runter? Was, ist schon wieder voll? Ach, ich habe Wasser dabei, das ist schön. Glas ohne Uschi? Ja. Uschi-Glas? Ah, achso, okay, ja. Verstehst du? Wortwitz und so? Manche Punts dauern bei mir länger. Die sind auch extra bescheuert bei mir. Bin halt schon relativ lange aus dem öffentlichen Leben verschwunden, deswegen ist es manchmal für mich etwas schwieriger nachzuvollziehen, was gemeint ist. Na dann, wenn es so manchmal ist. Ich wusste gar nicht mehr, dass es Thomas Gottschalk gibt. Ich dachte, der war tot. Und dann erfahre ich, dass er eine neue Serie auf RTL kriegt und dann so, hä? How is that possible? RTL, tell me your secrets. Nichts ist unmöglich bei RTL. Wo war jetzt nochmal Holz? Wo? So habe ich das gemacht. Okay. Holz ist auch da hinten, wo ich die Kisten hingebaut habe. Das ist die erste, ganz vorne rechts dann. Ah, das ist Holz. Da steht auch ein Schild dran. Ja, aber da ist nur noch Holz drin. Aber gut. Was? Warum habe ich denn jetzt bitte schon Schaden gekriegt? Wollt ihr mich verarschen? Weil du schön bist. Ich bin wunderschön. Oh Gott, das glaubt doch jemand. So, ich wollte... Hey, wieso klappt die Kiste nicht? Hallo? Wenn wir eine Kiste bauen? Wie war der... Achso, ja, ich muss ja erstmal Planken machen, damit ich Holz... Genau. Genau. Ich wollte hier jetzt haben... Nicht das. Nicht das. Ja, auch nicht. Das sieht besser aus. So, was brauche ich noch? Ich hoffe nicht so viel. Ja, ich hoffe es wirklich. Also, meine Kekslust ist echt exorbitant gestiegen, seitdem ich hier bei euch bin. Ja, meine auch. Ich könnte jetzt wieder sagen, ne, dafür stehe ich mit meinem Namen, aber ich will dir die Kekse nicht verderben. Wow, jetzt kotze ich Kekse hier aus. Na. Ja, siehst du, das wollen wir ja vermeiden. Valuable Fruits. Boah, kennt ihr eigentlich Johnny's Grill Show? Bitte was? Johnny's Grill Show. Bitte was? Ist ein YouTube-Channel. Die Grill Show. Die Grill Show. Nein, sagt mir so überhaupt gar nichts. Also wenn ihr Fleischliebhaber seid, solltet ihr euch das mal angucken. Er ist ein lustiger Typ. Lacht mich jedes Mal kaputt. Ich hab Angst. Wenn du sagst, er ist ein lustiger Typ. Nein. Oh. Wow. Okay, alles cool. War was? Alles cool. Ich bin nur fast verreckt, aber sonst alles cool.